Willst auch du mit Freude und Vertrauen durchs Leben gehen? Dann lass unsere Erfahrungen und Erkenntnisse und Magic Moments aus unserem Leben und Berufsalltag. Wir laden dich ein, mit unseren erfrischend ehrlichen Geschichten voller Vertrauen den Blick nach innen zu richten. Hallo zusammen! Mein Name ist Manuela Krah und ich bin Claudia Scherer. Trommeln ist ein grosser Bestandteil von deinem Leben, Claudia. Und du brauchst ja auch Trommelmusik, wenn du unterrichten tust. Jetzt, wir haben ja schon mal darüber geredet, über das Trommeln in einem anderen Podcast. Das nimmt mich aber schon noch ein bisschen mehr Wunder. Magst du noch etwas dazu erzählen? Ja, sehr gern. Es ist ja so, dass ich Afro-Tanzkurs anbiete tun. Und die sind, das ist eben das absolut Einmalige, immer mit Live-Musik. Das heisst, ich habe dort jeweils zwei Perkussionisten dabei. Mein Mann Adolfo und der super gute Freund von der Familie, der Cherba. Und die tun auf kongolesischen Kongas, Ngoma heissen die, tun die ja, den Tanzkurs begleiten. Und ist das so, dass sie sich auf Tänzerinnen abstimmen oder tun sich Tänzerinnen auf Trommeln abstimmen? Also es ist so ein beidseitiges. Also auf der einen Seite, oder beziehungsweise sie sind das Zweite, das heisst, einer von beiden Trommeln, der tut wieder Rhythmus angeben und den wieder durchziehen und an dem tun wir uns als Tänzerinnen Tänzer ausrichten. Und auf der anderen Seite ist dann jemand der Solist und der folgt dann unseren Bewegungen. Also so, dass wir eigentlich immer total gut aufgehoben sind und total gut, ja, also es ist eigentlich so, dass man mit diesen Live-Trommeln kann man fast besser tanzen wieder, wieder mit der CD-Musik, weil es halt eben der Solist sehr individuell auf uns dann kann eingehen und durch das hilft er dann auch, dass wir in der Bewegung bleiben. Ja. Und seit wie vielen Jahren machst du das jetzt, Tanzen? Wir haben jetzt das Jahr das 30-jährige Jubiläum von meinem ja, Tanzkurs. Es ist unglaublich. Aber ich mache es wirklich noch so gerne wie am ersten Tag. Also es gibt mir total viel, einerseits durch die Schülerinnen, weil wir haben so vielfältige Menschen bei uns, die über mehrere Jahre meistens dabei bleiben. Also wir haben auch solche, die einfach mal kommen und dann nach einer kürzeren Zeit wieder weiterziehen. Aber die meisten bleiben eigentlich mehrere Jahre bei uns und es gibt so wie eine Freundschaft auch und eine super tolle Beziehung, die wir haben. Und auf der anderen Seite gibt es mir extrem viel, wie es einfach so im Gegensatz steht zu dieser Büroarbeit, oder, wo ich sonst mache mit viel Denken und viel Reden in Kommunikation. Und mit dem Tanzen bin ich auch in Kommunikation, aber mit meinem Körper. Und es ist wichtig, dass ich ganz präsent bin, dass ich eben im Rhythmus hinein kann aufgehen in den Bewegungen. Wie viele verschiedene Rhythmen lernen dann Anfängerinnen? Also es ist so, die Stunde vom Tanzen tue ich immer so aufbauen, dass es zuerst ein Aufwärmen gibt, weil im Afro-Tanz braucht man den ganzen Körper, darum ist es wichtig, dass man überall sehr warm wird. Und nachher dann machen wir so Diagonalen, wo wir eben die Bewegungen auseinandernehmen und zum Schluss gibt es dann Choreografie und am Schluss noch Stretching. Und also der Kongo allein hat 256 verschiedene Rhythmen. Und wir tun uns, was soll ich sagen? Also wir konzentrieren uns vielleicht etwa auf 12, 15 verschiedene Rhythmen, wo wir jeweils Bewegungen und Choreografien dazu machen. Und dann ist es so, dass es Rhythmen gibt, wo also einerseits kommen die Rhythmen aus verschiedenen Regionen und dann erzähle ich auch noch ein bisschen Geschichten davon erzählen oder eben woher das die kommt, Bedeutung auch. Und dann ist eigentlich der grösste Unterschied, ist, dass es Rhythmen gibt, die sehr schnell sind und andere, die eher langsam sind. Und wenn wir uns anwagen an einen sehr schnellen Rhythmus, dann baue ich den meistens aufbauen, zuerst auf einem langsamen,
So mit der Idee, dass eben der Körper sich an Bewegungen gewöhnen kann. Dass wenn dann das schnelle Tempo kommt, dass man es dann wieder abrufen kann. Aber das macht immer Spass. Wenn es dann einmal schnell wird, dann ist einmal schon so jetzt. Jetzt müssen wir uns warm anlegen und dann zack, geht's los. Ja. Und was macht es dann mit dir, wenn du das Tanzen tust? Also ich merke, ich mache innerlich wirklich richtig auf. Also es geht bei mir innerlich wie auf und ich liebe es halt auch wirklich zu schwitzen und auch körperlich ein bisschen an Grenzen kommen. Und das ist einfach, also ich habe dann so ein gutes Körpergefühl nachher. Bin so präsent und fühle mich erfüllt, ja. Schön. Ja, ich denke, das ist ja, wenn man so ganz im Hier und Jetzt ist, dann kann man auch nicht darüber nachdenken, was man im Büro machen sollte oder daheim mit der Familie. Und für mich ist das wie eine aktive Meditation. Ja, definitiv. Sehe ich auch so, ja. Und wenn jetzt jemand Lust hätte, einen Kurs oder eine Privatstunde bei dir zu buchen, wo findet man dich dann? Ja, wir haben eine Internetseite und wir sind in der Grossraum Zürich tätig, wo wir jeweils am Montag eine Gruppenklasse haben. Und ja, da kann man, ich tue das verlinken, oder? Dann kann man dort sich erkundigen. Und jetzt noch etwas, weil über das redest du sonst nicht, aber du gehst mit einer Gruppe Frauen und Männer auf Kongo im Herbst. Willst du noch etwas darüber erzählen? Ja, sehr gern. Wir machen das alle zwei Jahre, dass wir so eine Kongo-Reise anbieten für Kultur- und Tanzinteressierte. Und wir ja, machen gerade gar nicht grosse Werbung dafür, das ist so, wie du gesagt hast. Aber also der Titel von der Reise ist Langsamkeit. Und der Kongo oder Kinshasa ist überhaupt nicht touristisch. Und wir gehen wirklich in den Alltag, tauchen wir ein. Wir gehen in die Luxushotel, wir gehen wirklich zu Einheimischen, wir gehen essen so, wie es vor Ort eben ist. Wir erleben den Alltag mit allen Facetten. Also, ja, zum Beispiel, wir werden dann mal in einem Verkehrskollaps drin sein. Wir gehen aber auch natürlich am Kongo River, wir gehen auch mal aus der Stadt, um die unglaubliche Natur kennenzulernen, oder? Das ist so imposant. So fruchtbares Land. Und wir haben ganz viele Begegnungen, ja, mit Menschen vor Ort, Gespräche. Und ja. Und tanzen tun wir auch? Das tun wir natürlich auch. Für all die wollen, wir tun tanzen und auch trommeln. Also man kann Tanzkurs nehmen oder Trommelkurs. Und auch das machen wir mit Leuten vor Ort, mit Tänzern und Tänzerinnen vor Ort. Wir tun zum Teil mit ihnen mittrainieren. Zum Teil haben wir auch für uns selber Kurs. Ja. Also es wird ganz, ganz toll. Und nur schon Menschen, die dabei sind, die mitkommen aus der Schweiz oder auch zum Teil also aus Österreich, Deutschland oder Belgien haben wir, glaube ich, noch jemanden dabei oder Frankreich manchmal auch. Das sind also schon so spannende Leute und wir bieten wirklich auch auf der Reise Platz für Gespräche, wo wir auch miteinander können besprechen können, was wir erlebt haben, was wir wahrgenommen haben. Weil es ist eine Reise, die berührt. Also so, egal jetzt mit welchem Hintergrund, wir hatten schon wirklich Geschäftsleute dabei, wir haben die Leute, die das allererste Mal waren auf dem afrikanischen Kontinent, wir haben Leute auch dabei, die sehr gewöhnt sind, in verschiedenen afrikanischen Ländern zu reisen. Wird ganz, ganz toll. Und hat es noch Platz? Ja, es hat noch Platz. Wir sind zwar schon eine grosse Gruppe, ja, aber es hat auf jeden Fall noch Platz, ja. Und wenn auch du mitgehen willst mit der Claudia und ihrer Familie auf Kongo, wir verlinken die Website im Kommentarfeld. Und Claudia, magst du noch mit ein paar Worten sagen, was ist der Sens von Trommeln und Tanzen für dich? Also es ist das beste Mittel gegen Stress und für eine positive Energie.